Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enral. Ja, wie man an dem Thumbnail von der letzten Folge vielleicht schon gesehen hat, habe ich den Schrein gefunden. Ich Dussel bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Und ich gehe das jetzt wegen halt mal zurück. Ja, das ist nicht, weil mich nicht interessiert, was da oben ist. Gerade wegen dem sogenannten. Sieht aus wie ein Drachenkopf. Da gucken wir später mal rum. Ach, verdammt. Nein. Nicht die Waffe ziehen. Wir sind immer noch dem Geheimnis der Büchse auf der Spur. Und das wollte ich jetzt gerne mal endlich hinter mich bringen. Beziehungsweise, weil ich wirklich ständig schon an dem Schrein vorbeigelaufen bin. Da ploppt er nämlich schon auf. Da vorne ist er. Ach ja. Vor allem, wenn man jetzt wüsste, wo er ist, ich meine, einige von euch werden wissen, wo er ist. Also, ich habe mich bestimmt schon tot gelacht. Kann ich mir vorstellen. Ich habe mich selber kaputt gelacht, wo ich ihn dann gefunden habe. Durch Zufall. Tust mir jetzt aber nichts. So. Genau. Da ist er. So. Gibt es jetzt hier irgendwas? Funkenschlag. Ob ich jetzt richtig gelesen habe. Aha. Lesen. Alte Inschrift. Am Beginn des Stroms. Im Westen ein großer Felsen mit erhobenem, kahlem Baum. Im Westen. Aha. Kahler Baum. Aber jetzt wirklich erhoben ist er nicht, oder? Aha. Und wir haben keine Schaufel. Na, klasse. Okay, die Stelle werden wir aber wiederfinden. Ich brauche eine Schaufel. Aber da ist noch ein kahler Baum. Erhobener Felsen. Der sieht schon erhobener aus. Nicht, dass das Grab jetzt bloß Zufall war. Ah. Noch zu niedrig. Ich hoffe mal, das ist jetzt auch Westen. Erhobener Felsen. Ja, das sieht gut aus. Aber jetzt würde ich doch gerne schon mal erstmal diesen. Kann ja nur dieselbe Sorte sein. Straßenbanditen. Gehe ich mal stark von aus. Sicherheitshalber machen wir mal diesen. Oh ja. Sie sieht mich. Wow. Er schießt durch das Zelt, okay. Oh, ich kann das also auch. Autsch. Ups, das war zu hoch. Ihr meint das ernst, was? Ja. Na schön. Okay, sie aber nicht. Wo bist du? Wer ist das alles?
Ah gut, das war vielleicht ein bisschen hinterhältig. Aber sie hätten die Chance auch genutzt. Bin ich mir ziemlich sicher. Wo ist er? Mann. Echt jetzt? Straßendieb. Ja, wir haben halt eine große Range, würde ich mal sagen. Okay, was haben wir hier? Eintopf, Brot. Also Essen ist ja wie gesagt immer wichtig. Schon wieder Stiefel des Rattenfängers. Okay. Truhe. Okay, das ist eine Säge. Eine Schaufel haben die nicht zufällig rumliegen, oder? Sieht nicht so aus. Na gut. Wo war jetzt der Kaderbaum? Da war ein Kaderbaum. Aber hier kommen wir nicht runter. Steckt da mal die Waffen weg, Mädel. Was machen die überhaupt hier oben? Das ist schon mehr wie auffällig. Eigentlich. Wo ich wieder lang renne. Geht auf gar keine Kuhhaut. Dahin. Ach, immer drücke ich die falsche Taste. Sorry dafür. Komme ich hier den Felsen irgendwie hoch? Also ich weiß nicht, ob das das Grab schon war, aber das ist ja schon krass, ein kahler Baum. Vielleicht interpretiere ich auch einfach nur viel zu viel rein in das Rätsel. Keine Ahnung. Es wird sich zeigen. Ups, na komm. Noch ein Stück. Okay. Eine Treppe? Echt jetzt? Hier gibt's eine Treppe. Ich glaube, das war doch der richtige kahle Baum. Okay. Was? Übersehen. Ach, meine Güte. Es ist aber mal Schluss. Immer diese nervösen Finger. Okay, Schatulle. 100. Nachricht an den Finder. Handwerk. Kalte Nacht. Okay, lesen wir mal die Nachricht. Bin schon wieder zu weit, glaube ich. Ne, Quatsch hier. Alte Notiz, Nachricht an den Finder. Werter Finder, wenn ihr dieses lest, bedeutet das, dass ihr mein Vermächtnis gefunden habt. Wer auch immer ihr seid, nehmt es euch. Nehmt es euch und setzt es für einen sinnvollen Zweck ein. Ich betone erneut, sinnvoll. Um keinen Preis in der Welt werde ich meiner Tochter und ihrem igno was idiotischen Machenschaften meine wohlverdienten Groschen überlassen. B. Punkt. Leck. Was? Leck, Lerk. Okay. Okay, ich würde sagen, dann hätten wir das. Haben wir jetzt noch eine Quest, die wir zu dem Jungen zurück? Ja. Okay. Also gehen wir zum Hof zurück.
Ich nehme jetzt mal die Abkürzung. Hui. Okay, das war vielleicht eine dumme Idee. Obwohl, es gibt XP. Und das sind typisch immer zwei. Aber dafür lohnt sich wenigstens. Noch einer? Okay. Okay, das war ein bisschen Bug-Using. Eine Schaufel. Ich gehe kaputt. Verdächtiger Erdhaufen. Dann schippen wir mal gleich eine Runde. Oh, mal kurz anders hinsetzen. Eisenhelm, Groschen. Schon wieder ein Schädel. Okay. Ich mach mal vorher kurz diesen. Möchte das jetzt nicht riskieren. Oh ja, ich wusste es doch. Da rennt sie weg. Was für eine Pussy. Hammer nehmen wir jetzt nicht mit. Weizen. Ohne Weizen kann man nicht geizen. Ja, oh Scheiße. Oh yeah. Auf jeden Fall Ausdauer. Bestimme ich jetzt mal so. Wo ist er denn hingeglitscht? Ach, bist du Kack. Okay, man kann ihn so ausräumen. Nein, den haben wir immer nicht mit. Aha. Rolle der Seelenfalle. Muss man nicht durch ein kleines Rätsel alles so findet. Okay, aber jetzt auf zurück zum Hof. War das noch ein Lebensbäumchen? Nein, doch nicht. Oh, doch. Ein Lebensbäumchen. So, jetzt aber nichts mehr auf zurück zum Hof. Die waren ganz schön nah an Flusswald dran. Fällt mir gerade mal so auf. Ah, kurz gucken. So. Ach, Mensch. Okay. Erstmal den rechten Weg finden. So. Da ist der Kleine. Hi. Hallo? Moment. So, sieht's besser aus. Du hattest wirklich recht. Beim dritten Hinweis war der Schatz versteckt. Mit einer Menge Groschen. Was? Wirklich? Das ist ja großartig. Wie viel war's? Dann machen wir halbe halbe. Silas, die Hälfte geben? Eine Menge hier. Das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Silas ein Drittel geben. Einiges, was? Einiges hier, das wäre dann dein Anteil. Tut mir leid. Oh, ich würde ihm aber auch gern alles geben, weil wir haben ja genug. Tut mir leid, Junge, aber ich brauche das Geld selbst. Nächstes Mal vielleicht. Ach nö, echt jetzt? Ein Drittel. Boah, ist das viel. Mann, das ist so großartig. Tausend Dank, wirklich. Ich hoffe echt, dass das für den Spitzbartmann genügt. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du reden willst. Alles klar? Du bist ein guter Mensch. Und Mama sagt immer, von denen gibt es viel zu wenige. Da hat der Kleine leider recht. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich hätte ihm trotzdem gern alles gegeben, weil ich meine, die 100 Groschen... Ja. Na gut. So, was steht denn als nächstes im Journal? Mythen und Legenden.
Den blinden Schürfer finden und bezwingen. Das ist eine Quest. Keine Ahnung. Keine Sterne dran. Okay. Den Anführer-Troll schimmern. Mine besiegen. An der Mine sind wir, glaube ich, schon vorbeigelaufen. Das müsste die Richtung sein, wenn ich mich nicht irre. Okay. Na gut, das Rätsel der Büchse ist gelöst. Also ich sag mal zu mal Schatulle. Büchse klingt so komisch. Ich hoffe mal, dass das jetzt die richtige Mine ist. Ne, sieht nicht so aus. Es ist kein Questpinökel oben drauf. Alter Stollen. Ach, da hinten. Okay, wir müssen trotzdem in die Richtung. Also tun wir dies. Aber den alten Stollen würde ich auch gern rein. Sorry, wir haben nicht drauf geachtet. Ach, und jetzt müssten ja unsere Freunde an der Kreuzung wieder auf uns warten. Eigentlich. Ist ja, glaube ich, lange genug her, dass wir hier waren. Wenn das jetzt so ist, wie ich es mir vorstelle. Mit der Regenerierung. Der KI. Oder war das nicht hier? Ja, das ist noch ein Stückchen vorwärts, glaube ich. Da ist auf jeden Fall schon mal das Lager. Und der ist... Moment, ich kann kurz nachgucken. Ich hatte den Punkt ja doch schon investiert. Nein, da ist keiner. Okay. Na gut. Dann diesmal halt nicht. Kann man den Bogen aber auch wegstecken. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Troll. Aber an der Mine sind wir trotzdem schon vorbeigelaufen. Oder war das hier vorne? Das war doch eigentlich hier, oder? Stimmt, hier war das. Ja, scheint trotzdem keiner zu sein. Ja, gut. Muss ja auch nicht immer so sein. Kann ja auch mal so durch die Wälder streifen. Okay, die Mine ist da. Ach ja. Ich glaube, ich weiß. Kürbis. Gut, Freunde. Da würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil das würde jetzt wieder die Folgenzeit sprengen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich ciao, ciao.